Aber gebt mir nur einen Augenblick. Ich muss noch ein paar Dinge mitnehmen. Das werde ich brauchen. Nein, nein, nutzloser Tant. Wo ist meine kommentierte Annuade? Nur kurz. Ich... dass die Zeit knapp ist, aber ich darf den Talmor keine Geheimnisse hinterlassen. Noch eine Sache, die ich mitnehmen muss. Nun, das sollte wohl reichen. Dann mal los. Ich weiß, ich beeile mich ja. Was ist passiert? Besser andere so als ich. Was war das? Jemand muss mir helfen! Mach kein Ärger, sonst gibt es Ärger. Jetzt werdet ihr die Angelegenheiten der Talmor eingelegt zu haben.
Was gibt es? Es waren die Tau... Dank des Weißgold-Konkordats konnten sie Der große Krieg, er liegt erst 30 Jahre zurück und mir ist, als sei er gerade erst zu Ende gegangen. Für mich... Ich muss sofort mit Delphine sprechen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Delphine! Ha! Ha! Schön, euch wiederzusehen. Es ist lange her. Es ist auch schön, euch zu sehen, Espern. Es ist viel zu lange her, alter Freund. Viel zu lange. Nun gut, ihr habt es wohlbehalten hierher geschafft. Gut, kommt, ich weiß, wo wir reden können. Orgna, übernehmt für einen Moment die Theke, ja? Ja, natürlich. Hier entlang. Nun denn, ich nehme an, ihr wisst Bescheid über... Oh ja, Drachenblut. In der Tat, ja. Das ändert natürlich alles. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Unser Ziel ist... Ich zeige es euch. Ich hatte es doch hier irgendwo. Espern, was... Gebt mir nur einen Augenblick. Ah, da ist es ja. Seht her. Genau hier. Der Tempel der Himmelszuflucht. Erbaut um eines der wichtigsten Akaviri-Militärlager in Reach, während ihrer Eroberungsfeldzüge in Himmelsrand. Wisst ihr, wovon er redet? Psst! Hier haben sie Alduins Mauer erbaut, um ihre gesammelte Drachenkunde in Stein festzuhalten. Eine Absicherung gegen das Vergessen der Jahrhunderte. Eine weise und weitsichtige Vorgehensweise, wie sich herausstellte. Trotz des weitreichenden Ruhms von Alduins Mauer, immerhin eins der Wunder der alten Welt, kannte niemand mehr ihren Standort. Espern, worauf wollt ihr hinaus? Ihr meint, ihr wollt doch nicht sagen, dass ihr noch nie von Alduins Mauer gehört habt. Keiner von euch beiden? Tun wir einmal, als hätten wir noch nicht davon gehört. Was ist Alduins Mauer und wie kann sie uns helfen, die Drachen aufzuhalten? Alduins Mauer war der Ort, an dem die frühen Klingen alles festgehalten haben, was sie über Alduin und seine Rückkehr wussten. Teils Geschichte, teils Prophezeiung. Jahrhundertelang blieb sie verschollen. Aber ich habe sie wiedergefunden. Sie war nicht verloren, wisst ihr? Nur vergessen. Die Archive der Klingen enthielten so viele Geheimnisse. Ich konnte nur ein paar Bruchstücke retten. Ihr glaubt also, dass Alduins Mauer uns sagt... ...wie wir Alduin besiegen können? Nun, ja, wahrscheinlich. Wir werden es nicht genau wissen, bevor wir sie finden. Dann also auf zum Tempel der Himmelszuflucht. Ich wusste, ihr würdet etwas für uns haben, Espern. Ich kenne das Gebiet von Reach, von dem Espern redet. In der Nähe des heutigen Kartspitze im Flusstal des Kartflusses. Wir können euch dort treffen oder alle zusammenreisen. Sucht es euch aus. Das hat einfach so umgelegen. Muss euer Glückstag sein. Von Flusswald aus? Die direkteste Strecke führt über die südliche Straße durch Falkenring. Und wir treffen euch dort. Seid vorsichtig. Dieser Teil von Reach ist heutzutage nicht mehr sicher.
Ich habe kein Problem mit Zerstörungsmagie, aber lass die Häuser hier nicht stehen. Eindeutig. Ihr seid das Drachenblut der Prophezeiung. Vorsichtig. Die Abgeschworenen sind dominiert. Sie aus.
los! Die abgeschworene Kinder ist zurück, was ihnen gehört. Hier etwas Hilfe gebrauchen. Habt ihr das gehört? Los, runter! Wir sollten hier vorsichtig sein. Seht ihr diese Symbole am Boden? Esbern hat recht. Das sieht aus wie Druckplattenschalter. Seid vorsichtig. Wir gehen hinüber, sobald es sicher ist. Vorsichtig. Wir gehen hinüber, sobald es sicher ist. Seid vorsichtig.
gehen hinüber, sobald es sicher ist. Seid vorsichtig. Dass wir in der Nähe des Eingangs sind. Da ist das Blutsiegel. Noch eine vergessene Kunst der Akabiri. Zweifelsohne wird es ausgelöst durch... Nun ja, Blut. Euer Blut, Drachenblut. Schaut her, hier seht ihr, wie die Klingen damals Reman Syrodiil verehrt haben. Der gesamte Ort scheint ein Schrein für Reman zu sein. Er hat die Akaviri-Invasion unter geheimnisvollen Umständen beendet, wie ihr sicher wisst. Wenn ihr Hilfe beim Adalas braucht, lasst es mich wissen. Nach der sogenannten Schlacht am Zahlenpass traten die Akaviri in seine Dienste. Es bewegt sich. Damit war der Grundstein des zweiten Teils. Habt ihr es geschafft, dort ist der Eingang. Nach euch dran. Euch gebührt die Lehre. Shoas Knochen, da ist sie. Alduins Mauer, so gut erhalten. Noch nie habe ich ein schöneres Beispiel einer Akaviri-Reliefarbeit aus der frühen zweiten Ära gesehen. Ja, ja. Sehen wir mal, was wir hier haben.
Seht, da ist Alduin. Diese Tafel geht zurück zum Anbeginn der Zeit, als Alduin und der Drachenkult im Himmelsrand herrschten. Hier lehnen sich die Menschen gegen ihre Drachenherrscher auf. Der legendäre Drachenkrieg. Alduins Niederlage steht im Mittelpunkt der Mauer. Seht, hier fällt er vom Himmel. Die Nordzungen, Meister der Stimme, stellen sich gegen ihn auf. Und zeigt es, wie sie ihn besiegt haben? Sind wir nicht deswegen hier? Nur Geduld, meine Liebe. Die Akaviri waren kein unkompliziertes Volk. Alles ist in Sinnbilder und geheimnisvollem Symbolismus eingebettet. Ja, ja. Diese Ranken hier, die aus den Mündern der Nordhelden kommen, so stellen die Akaviri einen Schrei dar. Aber wir wissen nicht, um welchen Schrei es sich handelt. Wahrscheinlich um einen, der speziell mit den Drachen oder sogar mit Alduin selbst zu tun hat. Ihr meint, sie haben einen Schrei eingesetzt, um Alduin zu besiegen? Seid ihr sicher? Hm? Oh ja. Sie hätten den Schrei wohl nicht so deutlich hervorgehoben, wenn er nicht wichtig wäre. Denkt daran, diese Mauer wurde als Aufzeichnung für künftige Klingen errichtet. Nichts an ihr wurde dem Zufall überlassen. Dann suchen wir also nach einem Schrei. Verdammt! Habt ihr je so etwas gehört? Ein Schrei, der einen Drachen aus dem Himmel holen kann? Ihr habt wahrscheinlich recht. Ich wollte sie eigentlich nicht in diese Sache hineinziehen. Aber wir haben wohl keine andere Wahl. Wenn es nach ihnen ginge, würdet ihr nichts tun, als mit ihnen dort oben auf ihrem Berg zu sitzen und mit dem Himmel zu reden. Oder was immer sie tun. Die Graubärte haben so viel Angst vor der Macht, dass sie sie nicht einsetzen wollen. Denkt darüber nach. Haben sie versucht, den Bürgerkrieg zu beenden oder etwas gegen Alduin unternommen? Nein. Und vor euch, vor eurer Macht, haben sie Angst. Vertraut mir, es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. Denkt doch an Tiber Septim. Glaubt ihr, er hätte das Kaiserreich gegründet, wenn er auf die Graubärte gehört hätte? Gut. Die Graubärte können euch viel beibringen, doch lasst nicht zu, dass sie euch von eurem Schicksal abbringen. Ihr seid ein Drachenblut und nur ihr könnt Alduin aufhalten. Vergesst das nicht. Tja, gut, dass sie euch bereits in ihren kleinen Kult aufgenommen haben. Espern oder mir würden sie wohl kaum helfen, wenn wir darum bitten würden. Wir werden uns im Tempel der Himmelszuflucht danach umsehen, was die frühen Klingen uns sonst noch hinterlassen haben könnten. Es ist ein besseres Versteck, als ich mir erhofft hätte. Talos schütze euch. Seht her, auf der dritten Tafel.